So ein E-Bike kann mehrere tausend Euro kosten. Nach oben ist da echt kaum eine Grenze. Aber muss es immer so ein hochwertiges, teures E-Bike sein? Oder kann das vielleicht auch, ja, so ein eher preiswertes sein? Stichwort: preiswerte E-Bikes aus China. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. In diesem Video geht es um das Eleglide M2 für, ja, ungefähr 850 Euro. Ich packe das mit euch hier schnell aus. Ich habe es schon aus der Kiste rausgenommen. Also ein ganz schnelles Unboxing. Was ist hier alles drin? Dann auch ganz schnell die Montage. Dann gibt es natürlich die technischen Daten. Mein kleiner Qualitätscheck. Und dann geht es zum Fahrcheck. Ein bisschen bergauf, ein bisschen über Stock und Stein. Wie ist die Verarbeitung? Und der Bremsentest. Jetzt aber nicht lang quatschen. Los geht's. Aus dem Karton habe ich es schon befreit und jetzt schauen wir mal, das ist das allererste, Sattel, müssen wir nicht viel zu sagen. Dann haben wir hier eine kleine Box. Schauen wir mal als allererstes die Bedienungsanleitung. Das hier, illegal, dürft ihr in Deutschland nicht. Was das ist? Ein Gasgriff. Wenn ihr den montiert, könnt ihr wie beim Motorrad oder E-Roller hier Gas geben und das Ding fährt, ohne dass ihr treten müsst. Eigentlich eine tolle Geschichte, aber wir dürfen nicht. Das hier, Carsten, weißt du, was das ist? Getränkehalter. Falsch, das ist ein Kettenschutz. Zwei Pedale, rechts, links, Werkzeug. Und schreibt der Gesetzgeber auch vor, Reflektoren. Letztes Kistchen, muss man nicht lang raten, Netzkabel und ein Ladegerät. Und da interessiert mich natürlich, wie viel Ampere Ladestrom. So, ich habe hier die Brille. Ja, blöd, Mann. Ja, in meinem Alter muss man Brille auch hin und wieder mal tragen. So, was sagt er denn hier? Okay, also Ladegerät 2 Ampere. Schöner werden natürlich 3 Ampere, dann geht's schneller. Gut, ich werde das Ding jetzt hier mal befreien und dann kommt Carsten, den ihr bis jetzt noch nicht gehört habt, den ich nur einmal kurz angesprochen habe aus dem Hintergrund, und montiert das für uns. Erledigt. Ich räume jetzt ein bisschen auf und dann geht's ganz schnell an die Montage und dann gehen wir auch schon raus. So sieht das Ganze natürlich viel besser aus und jetzt ist er auch vor der Kamera. Carsten, du montierst das Ganze jetzt. Ich meine, das sage ich auch klar, da muss man nicht so ein Experte sein wie Carsten. Das schafft ihr auch so, auch wenn ihr zwei linke Hände habt wie ich, aber er macht es einfach besser. Na dann, mal los. Yeah. Ja, und als nächstes dann der Lenker. Das geht auch ganz schnell. Einfach die Schrauben lösen, Lenker rein und dann anziehen. Und hier solltet ihr einfach nur dran denken, nicht zu fest anziehen, weil nach fest kommt lose und dann sind die Gewinde im Eimer. Das war relativ einfach, sag ich. Ich habe nur zugeguckt, Carsten. Aber das ist für jeden Anfänger was. Aber worauf muss man denn achten? Also wichtig beim Lenker, dass man die wirklich über Kreuz anzieht. Das Ansetzen ist ein bisschen schwierig, weil durch diese stramme Technik der Lenker immer wieder hin und her rutscht. Das nächste, worauf man natürlich achten muss,
dass man vorsichtig das Vorderrad einsetzt, um die Bremsscheibe nicht zu verletzen. Und vorne hat es leider keinen Schnellspanner. Das heißt, seid besonders vorsichtig und achtsam, was die Montage der Muttern angeht, oder? Ja. Das nächste sind die Pedale. Die muss man beim ersten Eindrehen wirklich ganz feinfühlig andrehen. Die müssen ganz leicht reingehen. Wenn man da einmal eine Unwucht reinschneidet, hat man das sein Leben lang. Das nächste, beim Kettenschoner ist das Gewinde nicht richtig vorgeschnitten. Das heißt, auch da bitte ganz vorsichtig den ersten Teil der Schraube reindrehen. Am besten mit dem Imbusschlüssel und dann vorsichtig festziehen. So, jetzt will ich mir das Ganze mal aufgebaut anschauen und da muss ich als allererstes sagen, ich finde es vom Design her echt schick. So der Gesamteindruck, hier das matte Schwarz, die roten Schriftzüge, Eleglide M2, gefällt mir gut. Sieht sportlich aus, ja, vielleicht auch ein bisschen maskulin, also das mag ich. Dann kommen wir mal hier zu den ersten Geschichten. Hier vorne, ja, schon viele Kabel, die man offen sieht. Hier die Züge zum Beispiel. Die liegen halt komplett offen, aber klar, wir reden hier von einem E-Bike für rund 850 Euro. Da muss man halt ganz klar sagen, da gibt es eben nicht alles im Rahmen und alles gecleant. Die Schweißnähte sind ordentlich, das sieht sehr hochwertig aus. Und dann haben wir hier den Akku. Schöne Geschichte, ihr könnt den abnehmen. Der ist verschließbar, einmal hier hoch. Ich habe es gerade runtergetragen, das ist ja absolut okay, die 22 Kilogramm ist nicht zu viel. Kommen wir mal hier zum Display. 1,75 Zoll groß in Monochrom, LCD-Technik. Sehr hell, gut ablesbar. Wir haben jetzt zwar keine Sonne hier, aber das weiß ich vom M1. Die Dinger sind wirklich richtig gut ablesbar. Was haben wir hier? Einmal so eine Grundanzeige, die gefahrene Kilometer hier beim Trip. Euer Akku, leider nur als Symbole, nicht Prozentangabe. Und eure Modes, Fahrmode 1, 2, 3, 4 und 5. Und hier km/h. Dann könnt ihr hier unten das Licht einschalten. Carsten, zeig's doch einmal. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Und das war's schon. Ihr habt eine App, dort könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, ja, die Units einzugeben. Ihr seht, was für Strecken, wie viel seid ihr gefahren. Und es gibt einen Bereich, da könnt ihr von den 25 km/h auf 32 km/h stellen. Das muss ich mal auf dem Privatgelände ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Dann, wie schon in den technischen Daten gesagt, habt ihr hier Scheibenbremsen, und zwar hydraulisch Ausführung vorne und hinten. Hinten der Hinterradnabenmotor mit 250 Watt. Und hier, Carsten, noch mal ganz kurz die Gabel mit den Einstellungen, wo ihr hier auf Open oder auf Lock einstellen könnt. 100 mm Federweg. Also so vom Grundkonzept, muss ich sagen, ist das grundsolide, auch von den Komponenten. Natürlich ist das nicht, habe ich auch schon gesagt, nicht die XT-Ausstattung von Shimano, sondern die untere Klasse. Aber bei Shimano macht ihr grundsätzlich nichts falsch. Angetrieben wird das Eleglide M2 durch einen 250 Watt Motor. Das ist ja bei E-Bikes Standard. Der Motor sitzt hier auf der Hinterradnarbe und liefert im Peak stolze 570 Watt. Und was ich richtig spannend finde, das höchste Drehmoment liegt bei 55 Newtonmetern. Also das sollte eigentlich ausreichen, um auch ja, vernünftige oder höhere, steilere Berge hochzukommen. An Bord ist beim Eleglide M2 ein 36-Volt-System und der Akku hier übrigens in diesem Pack liefert 540 Wattstunden Kapazität. Ja, aufgeladen ist das Ganze in rund 10 Stunden. Ich habe es vorhin schon gesagt beim Unboxing, ein Ladegerät mit 2 Ampere, 3 Ampere würde das Ganze schon ordentlich beschleunigen. Das Gewicht 22 Kilogramm und das geht für ein Mountainbike dieser Art schon in Ordnung. Und dann haben wir zweimal 27,5 Zoll. Einmal die Rahmengröße und zum anderen die Größe der Räder. Kommen wir zur Schaltung. An Bord ist eine Shimano-Schaltung. Natürlich nicht die höchste Klasse XT oder Co., sondern eine Shimano 24-Gang-Schaltung der unteren Klasse. Ja, für euch sicherlich ganz wichtig, Stichwort Reichweite. Eleglide sagt 125 Kilometer im Unterstützungsmodus. Aber das wissen wir ja alle, das sind meist
theoretische Werte. Was heißt, dass bei 25 Grad Außentemperatur kein Gegenwind und beim Fahrergewicht, sage ich mal, vielleicht so von 75 Kilogramm. Scheibenbremsen gibt es vorn und hinten. Und was ich richtig gut finde im Vergleich zum M1, hat hier das M2 hydraulische Scheibenbremsen. Außerdem hier eine Federgabel mit Lockout und der Federweg liegt bei 100 mm. Fünf Geschwindigkeitsmodi gibt es von 12 km/h bis 25 km/h, denn da sagt ja der Gesetzgeber auch, ist Schluss. Schade, das Bike hat keinen Drehmomentsensor. Also wenn ihr in die Pedale ordentlich Gas gebt, dann fängt der Motor nicht an, sondern ja, nach einer bestimmten Verzögerungszeit habt ihr dann diese 5 Stufen. Ja, und vorne ist ein LED-Scheinwerfer eingebaut, der ist auch am Bordnetz. Könnt ihr hier über die kleine Schalteinheit einschalten. Leider hinten gibt es gar nichts, da müsst ihr euch ja irgendein Akku-LED-Rücklicht noch extra kaufen. Und was ich auch ganz schade finde, Schutzbleche vorn und hinten gibt es nicht. Auch da müsst ihr noch mal schauen, was ihr da anbaut. Ich sitze. Wie ist mein Eindruck? Lenkerbreite völlig okay. Ich bin 1,89 groß. Das passt für mich von der Größe her. Und oh ja, ich bin jetzt auf der Fahrstufe 5. Gehe nur leicht in die Pedale und da kommt richtig was. Aber richtig. Das gefällt mir. Sehr sogar. Da kann man auch den nicht vorhandenen Drehmomentsensor absolut verschmerzen. Weil ihr habt hier keine Gedenksekunde. Das Ding geht sofort los. So, jetzt geht's bergauf. Schauen wir mal. Schaltung sehr leichtgängig. Super. Ach, ich liebe das einfach. Einen Berg hoch zu fahren. Alter Schwede. Ja, das ist hier richtig gut. Japs. Das macht totalen Spaß. Jetzt. Angenehmes Geräusch, nicht zu laut, nicht zu leise. Jetzt gehen wir mal Vollgas. 26, 29, 30. Super. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier richtig sicher. Auch von den Geräuschen her, hier klappert nichts. Und das macht einen sehr guten Eindruck. Jetzt mal hier ein bisschen agiler Kurven fahren. Da muss man aufpassen, wenn genau im Kurvenscheitelpunkt der Motor einsetzt. Mit seinen immerhin 55 Newtonmeter. Das ist schon echt ordentlich. Jetzt fahren wir mal hier links ein bisschen dafür, wofür das Bike gemacht ist. Bergauf, über Wurzeln und Co. Ah, super. Wirklich, Freunde, das macht so einen Spaß. Richtig gut. Auch die Federgabel vorne, 100 mm Federweg, federt echt gut ab. Macht sie prima. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich habe jetzt gar keine Lust, hier aus dem Wald rauszufahren, weil das so einen Spaß macht. Es ist übrigens schon deutlich kühler. Ui. Ja, Herbst in Berlin. Aber sehr angenehm. Frische, leicht kühle Herbstluft. Ideal für eine längere Tour. Aber hier fahren wir jetzt erstmal nur ein bisschen. Ja, wie immer auf Tech for Fun. Ich will natürlich auch wissen, wie gut packen die Bremsen zu? Das ist jetzt kein hochwissenschaftlicher ADAC-Bremsentest, aber was ich einfach herausfinden will, ja, was für ein Gefühl hat man, wenn man wirklich voll in die Eisen geht, hat man ein gutes Gefühl oder nicht? Das machen wir jetzt mal. Auf geht's! Eleglide M2 im Bremsentest. So, 32. Ordentlich. Also ganz ehrlich, das machen wir nochmal. Natürlich blockieren die Räder, aber die Verzögerung ist klasse und ich fühle mich gut. So,
So, Bremsentest Nummer 2, 24 und rein. Richtig gut. Also hydraulische Scheibenbremsen, da merkt man schon wirklich den Unterschied. Zum Beispiel zum Vorgänger, zum M1, die packen ordentlich zu. Ein kleines Bergchen hochfahren, ohne doll treten zu müssen, das mag ich gerne. So, jetzt das Ganze hier mal auf der Straße. Die Reifen sind nicht nur für Schotter und Waldwege gut, sondern auch hier für den Asphalt. Fährt sich super, sehr angenehm. Und auch hier den Berg hoch. Ich habe es ja vorhin gesagt, das Eleglide M2 hat keinen Drehmomentsensor, ist hier aber bei der Motorleistung mit 55 Newtonmetern überhaupt kein Problem. Selbst hier Fahrstufe 5 und ich bin irgendwie im 18. Gang, da hinten hupt Carsten, geht das ordentlich ab. So, wir haben 28 und ich fahre richtig bequem. Die Motorunterstützung setzt hier dann natürlich bei 25 aus, ist klar. So möchte es der Gesetzgeber. Aber das ist stark. Yeah. So, jetzt bin ich trotz E-Motor etwas aus der Puste. Aber ich kann euch wirklich sagen, das Eleglide M2 macht richtig Spaß. Ein Grund, ganz klar, der 55 Newtonmeter Motor hier hinten auf der Hinterradnabe. Echt richtig gut. Am Berg oben brachial, die Leistung kommt sofort, wird gut abgegeben, dosiert, stark. Also das ist wirklich beeindruckend. Die Verarbeitung alles in allem ist wirklich gut. Klar, habe ich schon gesagt, in der Vorstellung hier mit den Kabeln, mit den, ja, hier die Züge am Rahmen, die sind nicht integriert. Aber Leute, was wollt ihr erwarten für 850 Euro? Und ich habe beim M1 den einen oder anderen Kommentar gehabt, naja, das ist doch nur China-Schrott. Kauft euch lieber was anderes. Nee, warum? Nicht jeder kann sich ein richtig teures E-Bike leisten. Und für jemanden, der hin und wieder nur fahren will, ist das absolut gut. Klar, ein Langzeitcheck ist das jetzt nicht. Aber die Komponenten sind gut, die Verarbeitung, hier der Rahmen, die Schweißnähte. Das macht alles, zumindest auf mich, einen sehr wertigen Eindruck. Leider hat es kein Rücklicht, das an die Bordelektronik angeschlossen ist, nur ein Vorderlicht, die Schutzbleche fehlen. Aber im Großen und Ganzen ist das ein tolles Gesamtpaket für 850 Euro. Und auch hier das Akku-Pack, da kommt ihr weit mit und das hat richtig Kapazität. Für mich persönlich, meine Meinung, für rund 850 Euro ein ganz toller Einstieg in die Welt der E-Bikes oder der E-Mountainbikes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Jetzt muss ich erstmal was trinken und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Tech for Fun.